Responsive Web Design und Mobile First. Vor 10 Jahren war die Welt noch einfach. Wenn man dort eine Webseite machen wollte, hat man die für irgendeine Version von Internet Explorer ausgelegt, für ein Monitorverhältnis von 4:3 und wahrscheinlich mit einer Auflösung von 1024x768 Pixel. Irgendwann kamen dann andere Monitorformate hinzu, andere Auflösungen, andere Größen, auch andere Browser wurden relevant. Das heißt, man hatte verschiedene Bildschirme, verschiedene Auflösungen und verschiedene Größen. Aber was alle diese Bildschirme miteinander verband, war, dass sie alle für Desktop-Anwendungen ausgelegt waren. Und genauso waren es die Webseiten. Das änderte sich im Jahre 2007, als ein Produkt eingeführt wurde, das wir alle kennen und teilweise lieben, teilweise hassen, nämlich das iPhone. Das iPhone ist insofern relevant, als dass es das erste Smartphone war, mit dem man wirklich ernsthaft surfen konnte. Also frustrierungsfrei, was man mit den Smartphones davor nicht wirklich konnte. Dadurch begannen die iPhone-Nutzer sehr schnell die Mehrheit darzustellen bei den mobilen Surfern und überhaupt wurde dadurch zum ersten Mal das mobile Surfen so richtig genutzt. Und die Smartphone-Nutzer begannen nun wirklich mal einen relevanten Anteil der Web-Nutzer darzustellen. Das iPhone konnte die bisherigen Webseiten, das heißt die, die für Desktop-Monitore ausgelegt waren, bedienbar darstellen. Das war halt das Tolle an dem Browser dort. Dennoch haben einige Webseitenbetreiber ihre Webseite nochmal speziell für das iPhone neu konzipiert, also eine eigene Version gemacht, die dann für das iPhone ausgelegt war. Und man sieht das halt daran, hier ist das Beispiel von Yahoo. Eben habt ihr das die Desktop-Version gesehen und hier ist die mobile Version. Sie hat ein anderes Layout, sie ist einspaltig und es orientiert sich auch so ein bisschen an der User Experience des iPhone OS. Es gibt noch Webseiten, die stärker nach iPhone aussehen. Es gab da zum Beispiel das JQ Touch Framework, mit dem man Webseiten machen konnte, die aussahen wie eine App des iPhones. Das heißt, man hatte nun zwei verschiedene Versionen, eine Desktop, eine normale Version und eine iPhone-Version. Wie wurde unterschieden, welcher Browser welche Version bekommt? Es ist so, wenn von einem Browser eine Anfrage an den Server geschickt wird, wird unter anderem auch ein UA-String, ein User-Agent-String mitgeschickt. Da stehen dann verschiedene Informationen drin, zum Beispiel einmal der Browser, hier in dem Fall Firefox, die Rendering Engine, das Betriebssystem, sogar der Prozessor, der verbaut ist, die Sprache und so weiter. Das wird an den Server geschickt. Hier auch nochmal ein anderer UA-String, in dem Fall von Windows, Microsoft Internet Explorer 10. Und genau dasselbe, oder nicht genau dasselbe, aber ebenfalls ein UA-String, ein User-Agent-String, schickt auch das iPhone an den Server und dort kommt auch das Wort iPhone drin vor. Und dementsprechend kann der Server halt diesen UA-String auslesen, gucken, ob dort das Wort iPhone drin vorkommt. Und wenn nicht, dann schickt es einfach die normale Seite zurück. Und wenn es drin vorkommt, dann geht der Server davon aus, dass das iPhone diese Anfrage gestellt hat und schickt dementsprechend die iPhone-Version. Man kann das Ganze auch nachprüfen. Hier zum Beispiel in Chrome kann man den User-Agent-String des Browsers verändern. Ich setze das hier mal auf iPhone und schon lädt nur die iPhone-Webseite und nicht die normale Webseite. Aber wie wir alle wissen, blieb es nicht beim iPhone alleine. Das iPhone hat diesen Smartphone-Trend ausgelöst, der bis heute anhält und vermutlich auch die Zukunft sein wird. Und ein populäres weiteres Betriebssystem neben Windows Phone 7 und verschiedenen anderen, die aber nicht dermaßen relevant sind, ist Android. Und mit Android kam eine ganze Palette anderer Geräte, die alle Android verwendet haben, aber nicht einheitlich standardisiert waren. Hier habe ich jetzt nur 5 Beispiele. Es gibt natürlich viel, viel mehr Geräte, die Android nutzen. Und für diese Smartphones sollte natürlich auch
eine angepasste Webseite ausgeliefert werden und nicht bloß die Desktop-Variante. Und deswegen musste auch Android mit ins Programm aufgenommen werden. Aber es blieb auch nicht bei diesen Geräten. Es kam noch etwas hinzu, und zwar das iPad. Es gab zwar schon 10 Jahre davor Tablet-Computer, aber mit dem iPad ist die Tablet-Welle ausgelöst worden, die bis heute anhält. Und so gesehen musste auch das iPad mit aufgenommen werden, denn auch das iPad sollte nicht die Desktop-Version bekommen, sondern eine dritte eigenständige Version. Man hatte nur die Desktop-Version, die mobile Version und die Tablet-Version. Und diese Version sollte ebenfalls an weitere Tablets ausgeliefert werden. Denn auch Android hatte mit Honeycomb schließlich eine eigene Variante speziell für Tablets. Das heißt, man musste jetzt bei Android auch unterscheiden zwischen mobilen Android-Geräten und Tablet-Android-Geräten. Und das ist nicht so einfach, denn der Übergang ist teilweise recht fließend. Beispiel davon ist das Samsung Galaxy Note, das entweder ein überdimensioniertes Smartphone oder ein relativ kleines Tablet ist. Das steht so ein bisschen zwischen den Dingen. Neben diesen vielen Geräten und Gerätkategorien können aber auch sehr viele andere Geräte Browser enthalten. Beispiele dafür sind zum Beispiel Spielkonsolen, wie zum Beispiel die PlayStation 3, die Wii und die Xbox 360. Wenn man die auch mit einer eigenen Version der Webseite beliefern möchte nach diesem System, müsste man auch die hier mit aufnehmen. Und ihr seht schon, wohin das führt. Man hat hier schon total viele Geräte und diese Auflistung hier ist bei weitem nicht vollkommen. Es gibt auch Smart TVs mit Browsern, also wo das Web drauf läuft. Das heißt, es gibt und wird immer mehr geben Geräte, auf denen das Web läuft, die aber keine Desktop-Monitore haben, sondern andere kleinere oder andersformatige Monitore. Und deswegen ist diese Praxis hier ein wenig sehr unflexibel und führt nicht zum Ziel. Das Problem ist nämlich, wir haben eine hohe Fragmentierung. Das Web ist verfügbar auf einer Vielzahl von Geräten, auf einer Vielzahl von Plattformen, auch in Browsern. Und das, was ihr eben gesehen habt, dass man anhand der User-Agent-Strings die Browser voneinander trennt und die Geräte voneinander trennt und verschiedene Versionen macht, die man dann entsprechend ausliefert, das ist halt ein Versuch, um dieses Problem zu lösen. Das Problem ist, dass diese Unterscheidung mithilfe von User-Agent-Strings vorgenommen wird. Das ist das sogenannte UA-Sniffing oder Browser-Sniffing. Und genau das ist das Problem, denn das ist eine sehr schlechte Praxis, Bad Practice. UA-Sniffing ist nämlich unzuverlässig, ihr habt es eben gesehen. Ich kann in Chrome meinen User-Agent-String verändern und mich einfach mal als iPhone ausgeben, obwohl ich überhaupt kein iPhone bin. Das heißt, es ist auch ungenau und es ist verlogen. Hier, das ist zum Beispiel mein Standard UA-String in Chrome. Ihr seht, da steht auch Chrome, aber da steht auch Mozilla und Safari, obwohl ich weder Mozilla noch Safari bin. Die Rendering Engine, die ich benutze, ist Apple WebKit, aber da steht auch KHTML und Gecko, obwohl das nicht die Rendering Engines sind, die ich verwende. Das hat alles teilweise historische Gründe, die ihr auf diesen Seiten hier nachlesen könnt. History of the Browser User Agent String ist sehr empfehlenswert bei WebAIM. Und da merkt ihr auch, es schadet dem Fortschritt im Web, wenn ihr UA-Sniffing betreibt. Und wie wir an diesem Beispiel hier sehen, ist es auch sehr unflexibel. Besser ist, wenn man dieses Problem nicht mit Hilfe von UA-Sniffing, sondern mit Hilfe von Media Queries löst. Und da kommen wir nämlich jetzt zum Responsive Design. Responsive Design oder Adaptive Design bedeutet, dass eine Webseite auf ihre Umwelt reagiert, also auf das Gerät, in dem sie läuft und auf die Eigenschaften, die der Browser hat, in dem sie dargestellt wird. Und das wird über die CSS3 Media Queries realisiert. Mit den Media Queries können Style Sheets deklariert werden,
die nur dann ausgeführt werden oder nur dann Anwendung finden, wenn das Ausgabegerät oder das Ausgabefenster oder Browser bestimmte Eigenschaften erfüllt. Hier mal ein Beispiel. Hier ist ein Fenster, das ich verkleinere und mit den Media Queries reagiere ich darauf. Je nachdem, wie groß das Fenster gerade ist, wird ein Deklarationsblock, CSS-Deklarationsblock, hier angewendet. Zum Beispiel, wenn das Fenster zwischen 1024 und 1400 Pixel groß ist, wird der zweite Block blau gefärbt und wenn wie jetzt das Fenster kleiner als 596 Pixel ist, wird der unterste Block blau gefärbt. Das Ganze ist natürlich nur eine Demo. Wie man das sinnvoll einsetzen kann, kann man hier sehen. Das ist die Seite der Information Architects und die haben die Media Queries eingesetzt, um damit Tablet, Smartphone und Desktop-Version fließend und dynamisch zu realisieren, ohne UI-Sniffing, einfach über Media Queries. So sieht das Ganze aus. Das hier ist CSS-Code. Man hat eine Add-Media-Regel, die man auf Screen anwendet, also den Mediatyp, in dem Fall Bildschirm, und verknüpft das mit diesem And-Wort und einer Eigenschaft, in dem Fall hier zum Beispiel Min-Width, also minimale Breite, 1440 Pixel oder maximale Breite 1024 Pixel oder minimale Breite 596 und maximale Breite 1024 Pixel, also wenn das Fenster zwischen diesen beiden Werten groß ist. Wer mehr darüber wissen will, ich habe bereits dazu ein Video gemacht und auch einen Artikel geschrieben bei css3html5.de. Den könnt ihr euch ja durchlesen, falls es euch interessiert. Eine Auswahl an Beispielen für den Einsatz von Media Queries findet ihr auf mediaquery.es. Da sind ganz viele Seiten, die die Media Queries bereits in dieser Weise einsetzen. Das ist auch sehr toll, da mal zu gucken. Das bedeutet, ich mache meine Webseite und mit Hilfe von Media Queries erstelle ich die Mobile- und die Tablet-Version. Nicht ganz. Es ist nämlich so, dass die Mobile- und Tablet-Version nicht nur das Layout der Webseite betroffen haben, sondern sehr viel mehr. Und zwar sind die mobilen Geräte, also iPhone und Smartphone und Tablets und so weiter, oftmals ja nicht über WLAN oder über LAN mit dem Internet verbunden, sondern über langsamere Verbindungen, wie zum Beispiel Edge oder 3G. Und deswegen waren die mobilen Webseiten, die halt speziell für iPhone und so weiter ausgelegt waren, oftmals sehr viel kleiner in der Downloadgröße, um auch bei schlechter Verbindung schnell zu laden. Hier mal ein Vergleich von Yahoo. Die Desktop-Seite ist 452 Kilobyte groß und die mobile Seite ist 189 Kilobyte groß. Entwickelt man die Desktop-Version also zuerst und passt die anschließend mit Media Queries auf Smartphones und Tablets an, hat sie eben dieselbe Downloadgröße wie die Desktop-Version. Das heißt, sie ist ausgelegt auf eine LAN- oder WLAN-Verbindung, ist also sehr groß und nicht auf langsame Verbindungen ausgelegt. Wie löst man das Problem? Mit Mobile First and Desktop Second. Man entwickelt die Seite zuerst für mobile Geräte statt für Desktop-Geräte und für Tablets und entstellt anschließend die Desktop-Version. Das ist die Idee hinter Mobile First und das ist inzwischen richtig populär. Google, Facebook und Adobe haben inzwischen auf Mobile First und Desktop Second umgestellt. Die Vorteile von Mobile First: Der mobile Sektor gewinnt laufend an Bedeutung. Inzwischen soll die mobile Internetnutzung wohl sogar schon die Desktop-Internetnutzung überholt haben. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, sehr wichtig, Webseiten auf mobile Geräte, für mobile Geräte auszulegen. Und alles andere ist im Grunde nicht mehr zeitgemäß. Und mobile Geräte zwingen einen, sich auch auf das Wesentliche zu fokussieren. Einerseits inhaltlich, weil man nicht so viel Platz hat, aber andererseits auch von den
den Skripten her, die zum Beispiel im Hintergrund laufen und vom CSS und überhaupt von dem ganzen Code her. Das heißt, als Entwickler ist man zum Beispiel gezwungen, auf Performance zu optimieren und als User Experience Designer die Webseite oder Web-App auf den Kern zu reduzieren. Und obendrein haben mobile Geräte teilweise sogar mehr Funktionalität als Desktop-Rechner. Präzise Lokalisierung über GPS zum Beispiel, Geolocation, Zugriff auf Kompass. Man hat diese Multitouch-Eingabe, die ja eigentlich alle heutigen Smartphones und Tablets haben. Man kann auf die Daten des Beschleunigungssensors zugreifen und, und. Das alles ist erst seit HTML5 möglich. Noch nicht alle Geräte unterstützen alles, aber es gibt mehr und mehr APIs, die auch mehr und mehr implementiert werden, um halt auf diese Daten des Geräts zuzugreifen. Das heißt, richtig ist, ich mache meine Webseite für mobile Geräte und mit Hilfe von Media Queries erstelle ich eine Desktop-Version.